Hallo und herzlich willkommen. Schön zu dem nächsten Flohmarktvideo. Und das ist eigentlich nicht ein Flohmarktvideo, sondern ich war an diesem Tag auf insgesamt 2 Flohmärkten und dann im Anschluss noch auf 2 Dorfflohmärkten, also eigentlich auf 1,5. Weil bei dem 2. Dorfflohmarkt, muss ich sagen, war ich schon ziemlich im Eimer und da bin ich nur einmal eine große Runde gegangen und dann nach 8 Stunden Rheinaue, das ging dann nicht mehr. Hier auf dem Flohmarkt am ersten Stand ein Pony. Ein G3-Pony, das heißt ein Pony aus den frühen 2000ern, aber natürlich habe ich das mitgenommen. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Dankeschön und viel Erfolg noch. Das war dann auf einem anderen Flohmarkt, auf dem 2. Flohmarkt sozusagen. Und ich kannte diesen Stand schon von einem älteren Pärchen, weil ich vor 2 Wochen auf einem anderen Flohmarkt war, wo die auch schon anwesend waren. Und ihr seht hier, der Tisch ist mit viel so 90er-Jahre-Spielsachen bestückt. Ihr seht die ganzen Polly Pocket-Sachen. Und ich muss sagen, vor 2 Wochen waren an diesem Stand sehr viel mehr Polly Pocket-Sachen. Also da war irgendjemand, der sich dann schon einige Dinge davon mitgenommen hat. Und das war jetzt der aussortierte Rest. Ich hatte vor 2 Wochen keine Polly Pocket-Sachen mitgenommen, einfach aus dem Grund, weil sie mir nicht gut genug erschienen. Also die waren sehr vergilbt und teilweise fehlten Teile. Und da waren auch keine Figuren dabei. Und dann habe ich davon einfach die Finger gelassen. Habe mich nochmal so ein bisschen an dem Stand umgesehen, doch nochmal die Barbie-Kisten auch durchgesehen. Ja, da sind ältere Barbies dabei, aber so insgesamt war der Zustand ja sehr, sehr bespielt, sehr gebraucht und da war auch nichts Interessantes für mich dabei. Na, ich habe gedacht, dass da vielleicht noch irgendwie was Neues dazugekommen ist, aber es waren wirklich die gleichen Sachen wie beim letzten Mal. Ein bisschen aussortierter, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Ich dachte, ja, vielleicht ist da noch irgendwas drin. Ich habe da noch tatsächlich was Kleines gefunden. Seht ihr hier in meiner Hand? Und zwar ist das eine kleine Polly Pocket Figur. Und bei den Polly Pocket Figuren habe ich es mir angewöhnt, wenn ich sie irgendwo finde, sie mitzunehmen. Weil auch diese Polly Pocket Figuren werden gesucht. Weil häufig werden zum Beispiel Polly Pocket Dosen verkauft oder irgendwelche Polly Pocket Sets und dann fehlen die Figuren. Und gerade die Sammler, die freuen sich sehr, wenn sie dann ihre leeren Dosen vervollständigen können, indem sie fehlende Figuren dazu bekommen. Und da ich nicht weiß, welche Polly Figuren zu welchen Dosen gehören, dachte ich mir, naja, wenn ich hier ein paar dran finde, dann ist das gut. Und deshalb habe ich hier ein bisschen vehementer in der Kiste gekramt. Und habe auch ein bisschen was gefunden. Ein paar kleine Figuren, ja. Ihr werdet die wahrscheinlich nachher nochmal genauer sehen. Irgendwann halte ich sie in die Kamera, ganz bestimmt. Oh, da war eine Sailor Moon. Der fehlte allerdings ein Arm. Hier ist auch noch irgendwas von einem Polyset. Dieses Schiff. Sieht ein bisschen aus wie so ein Luftschiff. Habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Ich meine, ich hätte da irgendwann mal ein Set zu gehabt. Aber wenn jemand von euch weiß, zu welchem Polyset das gehört, ich meine, es wäre ein Disney-Set, der darf es gerne in die Kommentare schreiben. Da könnt ihr die Figuren nochmal sehen. Das war auch eine Figur aus König der Löwen. Und ich glaube aus Harry Potter. Und der Preis war in Ordnung. So, sind wir direkt beim nächsten Stand. Und da habe ich diese Garfield-Comics gesehen. Ich meine, die sind irgendwie aus den späten 70ern, aus den frühen 80ern. Die sahen fantastisch aus. Die hatten, wie sagt Thorsten immer so nett, keine Stressspuren, glaube ich, sagt er dazu immer. Ich meine, es waren Stressstreifen oder Stressspuren. Also das heißt, keine Knicke im Falz, in der Gummierung vom Umblättern oder Aufblättern. Das heißt, sie sahen aus wie völlig ungelesen. Ja, und der Preis war mehr als in Ordnung. Weiß ich nicht. Ich habe das gesehen im Internet. Oder die Zelte bauen, ne? Ja, dann nehme ich den mit für 5. Krass. Nächster Stand. Direkt eine Kiste am Boden gesehen und es waren natürlich Ponys.
leider keine alten Ponys, aber ihr wisst ja, wenn ich G4-Ponys sehe, und das handelte sich hier um G4-Ponys, also die Pony-Sammler unter euch werden das auch schon aus der Entfernung gesehen haben, dann nehme ich die natürlich trotzdem mit, weil die finde ich ziemlich niedlich und putzig. Ja, da waren auch noch ziemlich viele Philly-Ponys dabei, die habe ich dann nicht genommen. Corinna, die kleinen Philly-Pferde. Ups. Hat sie nicht gehört? Nee, hat sie nicht gehört. Also viel, Coco, so viel sind das hin. Für 50 Cent. Na gut. Ja. Danke. Wie viele haben wir denn? Ich habe 5,50 Euro ausgerechnet. Ja, das ist ein ganz schöner Haufen an G4-Ponys, die ich da mitgenommen habe. Also mein Rucksack war dann zur Hälfte gefüllt. Oh, haben Sie noch andere oder nur die? Nur noch das, was hier also wirklich drin ist. Okay. Ist alles für meine Tochter. Ja, da freut sie sich ja. Dann kann sie sich was Neues kaufen. Ja. Dieser Stand war in einer Garage, meine ich, war das gewesen. Und solche Stände findet man eigentlich auch nur auf Dorfflohmärkten, die einen total überraschen. Total zurückwerfen wieder in die Jugend, also hier Bibi Blocksberg, diese Kassetten mit den doppelten Folgen drauf. Da waren so viele Dinge, die ich als Kind auch hatte. Ich war fasziniert. Hätte ich besser aber erst geguckt. Und ihr müsst euch vorstellen, als ich da in diese Garage ging und anfing, mir die Sachen anzuschauen und die ersten dann für mich entdeckte, die ich auf jeden Fall mitnehmen muss, hier zum Beispiel auch dieses Knight Rider Quartett, da war diese Garage noch vollkommen leer. Quartett, cool. Ach, hier stehen überall Preise drauf, das ist ja sehr günstig. Ja, diese alten Dinosaurierhefte, die kenne ich von meinem Cousin. Der hatte die, glaube ich, alle und konnte sich dann, also in jedem Dinosaurierheft war ja immer ein Teil von einem, ich glaube, es war ein T-Rex. Also in jedem dieser Hefte war ein Teil davon. Und dann konnte man sich am Ende, wenn man alle Hefte schön brav gekauft hatte, einen T-Rex zusammenbasteln. Ihr habt es vielleicht hier schon gesehen, links am Bild, da ist das Highlight dieses Standes, auf das wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Hier habe ich erstmal mir noch ein bisschen die Brettspiele angesehen, weil da hinten war etwas, was ich als Kind auch hatte. Ich war ja doch als Kind manchmal phasenweise recht kreativ. Und das werdet ihr wahrscheinlich auch kennen, denke ich. Und zwar war das ein Spirograph. Ja, 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 ja. Und dann da muss so man nur auf die Kugel schreiben, die werden. Ja. Und der Herr erklärte mir dann nochmal schön, wie das funktionierte. Da konnte ich mich natürlich dran erinnern. Der Karton sah ein bisschen leer aus und der war auch nicht mehr besonders schön. Ich hatte im ersten Moment überlegt, ob ich ihn mitnehme, aber da habe ich gedacht, nee, du hast in der Kammer noch einen riesigen, unförmigen Stapel an Brettspielen und du wolltest eigentlich nicht mehr so viele kaufen. Und dann habe ich es sein gelassen. Bleib doch stehen. Hab mich dann diesen Figuren hier zugewendet. Und ihr seht das schon, hier haben wir Power Rangers. Und zwar sind das hier Power Rangers auch noch aus den 90ern. Es gibt da ja auch spätere Neuauflagen von. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch eine neue Serie, die im gleichen Stil gehalten ist, wie die damals doch eher low-budget anmutende Serie aus den 90ern, die ich allerdings nicht gesehen habe. Ich konnte mit den Power Rangers nicht so viel anfangen. Das war eher so mein Bruder. Ich war schon ein bisschen alt, bisschen zu alt dafür. Hab mir aber dann doch hier ein paar Sachen angesehen und wie ihr seht, natürlich habe ich auch was mitgenommen. Ja, da ist so eine Power Gun, die ist glaube ich von 92, 93, noch in OVP für 6 Euro. Die war vollständig und wie ich hinterher auch feststellte, hat alles funktioniert. Da unten seht ihr die Kartons von Megazord und Dragonzord. Wird euch vielleicht auch was sagen. Habe ich noch überlegt, na gut, diese Batman-Figur habe ich dann für den Thorsten mitgenommen. Die sah auch super aus. Ich habe aber noch überlegt, die Pistole hatte ich schon in der Tasche, also die wollte ich mir mitnehmen. Und bei den anderen Dingen musste ich noch überlegen, weil haben ein bisschen mehr gekostet. Ich glaube, ich habe am Ende irgendwie um die 50 Euro an dem Stand dann gelassen, weil ich habe dann doch Dragonzord und Megazord mitgenommen. Während ich noch überlegte, habe ich mir hier die hintere Ecke ein bisschen angesehen. Da waren ein paar Games, ein bisschen für die PS1, für die PS2, PS4.
Gut, ich nehme das ja in der Regel sowieso nicht mit, aber es ist interessant, sich das mal so anzuschauen. Ich kümmere mich hier und warte. Ja, hier wurde nochmal ein bisschen kontrolliert. Das war gar nicht so einfach. Der Bruder der Dame hatte wohl diese Figuren zusammengebaut, diesen Megazord und Dragonzord. Da mussten wir gucken, wie wir das irgendwie wieder ein bisschen auseinanderbasteln, damit das in die Kartons passt. Kartons waren natürlich ein bisschen bespielt. Ihr seht das hier auch am Rand. Ne? Ein bisschen abgegriffen. Aber hey, wer hebt die Kartons überhaupt noch auf? Also das ist ja auch bei den meisten gar nicht mehr so. Und Power Rangers sieht man halt selten. Also die alten habe ich, glaube ich, bewusst noch nie wahrgenommen. Und deshalb war ich danach echt total bepackt und musste erstmal den Weg zum Auto einschlagen. Das hab ich aber nie so. Ja, ist ja kein Problem. Gut. Vielen Dank. Ja, danke auch. Dann viel Spaß damit. So, hier der nächste Stand. Kisten mit unterschiedlichem Kram. Auf den ersten Blick konnte man schon sehen, dass es ältere Sachen waren, also jetzt nicht das Werkzeug, aber an den Spielsachen konnte man schon so ein bisschen fühlen, oh, da könnte auch so 80er, 90er Jahre Kram dabei sein. Ich habe mich erstmal hier dieser Kiste zugewendet mit den ganzen Spielen. Da hagelt es bestimmt gleich auch Kritik. Und wenn ihr das hier seht, diesen Stapel, ja nicht den Pikachu, aber das hier, diese Anleitungen, ich gedacht, oh schön, Anleitung, wo sind denn die Spiele dazu? Die müssen ja auch irgendwo sein. Da war kein einziges PS1-Game, aber die Anleitung, naja, mit der konnte ich dann nichts anfangen, habe noch ein bisschen geguckt. Ja, die waren auch schon ein bisschen wellig, einige der Anleitungen, wohl mal feucht geworden. Aber die Spiele habe ich, wie gesagt, nicht dazu gefunden und die Anleitung habe ich dann liegen gelassen. Auch wenn wahrscheinlich die meisten von euch die da mitgenommen hätten. Hier haben wir Figuren, viele, viele Autos und eine Tomb Raider-Figur. Leider ohne Hand, sonst hätte ich sie für den Peter mitgenommen. Nächster Stand, diese putzigen Garfield-Stofftiere. Habe ich so auch noch nicht gesehen, die müssen auch was älter gewesen sein. Die waren, oh, ich liebe ja diese Schlafaugen. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich mir mal dieses coole Telefon aus den USA gekauft habe. Was mich hier noch interessiert hat, waren diese VHS von Prinzessin Fantagiron. Die Mädels unter euch werden diese Märchenfilm-Adaptions-Filmserie aus den 90ern vielleicht noch kennen. Wirklich klasse. Am Anfang fantastisch, schwächelte dann ein bisschen zum Schluss, aber ich glaube, wir haben sie alle sehr gerne gesehen. War halt was für Mädels. Dieser Stand, den fand ich unglaublich toll. Nicht auf den ersten Blick hin, aber ihr werdet im Verlauf noch merken, warum ich diesen Stand sehr toll fand. Und eigentlich wollte ich gar nicht zu diesem Stand gehen, der war ein bisschen abseits. Der Weg war ein bisschen weiter dahin, dann dachte ich, war schon ein bisschen müde. Der Tag vorher war ja 8 Stunden Flohmarkt Rheinaue, das hat man dann doch irgendwann mal gemerkt. Aber ich bin dann trotzdem dahin, weil es sah von weitem einladend aus, rosa. Und hier hat mir eine kleine junge Dame ihre Kiste gebracht mit ihren Ponys. Okay, darf ich mir? Ja, darf sie mal. Und? Was haben wir da? Ein G1. Zum Beispiel, damit habe ich als Kind gespielt. Ja. Und in der Wildnis hier, ja. Findet man sehr, sehr selten. Genau, diese hier. Ne? Das ist zum Beispiel ein neueres. Das ist ein neueres. Das sind ja auch neuere, den groß. Ja, die sind halt super gefragt. Ne? Die habe ich bei eBay für 5 Euro verkauft, das Stück. Echt? Ne? Die? Ja. Okay. Das sind auch alte. Da war ich schon älter. Die sind ja hier aus den 2000ern. Mhm. Die sind mein... Kann auch sein, dass das der sowas gewesen ist mit so Plastik drauf. Ich kann ja, ja, bestimmt. Das ist auch ein altes gewesen, die zwei. Ja, die sind alt. Die sind auf jeden Fall älter als du, ne? Ja. Ah. Ich glaube, das ist das Einzige. Ja, was denn? Ja, nicht ich. Also, ich hätte ja noch 20 Euro. Genau wie dieses sieht das auch alt. Ja, das sieht aber auch ein bisschen wie so ein Esel, ne? Aber süß. Ja. Ich glaube, ich würde die hier nehmen, wenn du die abgibst. Ja. Die anderen habe ich auch alle, die neuen. Ist ja nicht so, dass man die nicht mitnehmen würde. Was hast du denn dafür haben, Schatz? Ich merke, ich werde alt. Oh. 1 Euro. Pro Pony. Ich würde sagen, da das alte sind, würde ich das machen. Hey, die Kleine war schon so eine Verkaufsexperte mit ihrem Euro pro Pony. Ich glaube, sie wollte zuerst 1 Euro für alle Ponys haben, aber das hätte ich auch nicht gemacht. Ach, das hatten wir auch. Das war ein Fehler.
Da. Und zwar eine Polly Pocket Dose aus den 90ern. Ich glaube, die erste, die ich dieses Jahr gefunden habe. Und letztes Jahr habe ich, glaube ich, gar keine gefunden. Soll das kosten? Das kostet 1 Euro. Dann nehme ich das mit. Ein kurzer Schwenk zu diesem Stand. Da habe ich nur 2 Kassetten gekauft. Hier sind auch noch welche. Guck mal, sowohl auch ein Dreier, ob sie drin sind. Wenn ja, ja. Ich hatte nämlich eben eins, da hatten sie uns CD raus. Oh. Ach Gott, was wollen Sie denn für eine Kassette haben? Bitte? Was wollen Sie für eine haben? 1,50 oder 1 Euro, sammeln Euro. Den lege ich noch. Ich die auch mit. Ich nehme die beiden mit. Ja. Drei oder zwei? Zwei. Gut. Danke. Danke auch. Dieser Stand befand sich auf dem 2. Dorfflohmarkt, also dem letzten Dorfflohmarkt, wo ich nur eine große Runde eingeschlagen habe, weil ich einfach zu müde war. Das war einer der ersten Stände, sehr repräsentativ hingestellt, diese Xbox 360 und ein paar Spiele für die PS2 und PS1. Aber ich habe dann immer eine kleine Kontrolle, was da... Damit Sie nicht zu wenig dafür nehmen. Es war auf jeden Fall sehr interessant, wie der Herr da Preise recherchierte, während ich mir dann hier angeguckt habe, welche der Spiele für mich in Frage kommen. Normalerweise laufe ich dann eigentlich schon eher weg, wenn dann jemand anfängt, ja, ich weiß nicht was, ich muss erstmal gucken, was die Spiele wert sind oder was die Dinge wert sind. Da weiß man schon, ah, da kommen die eBay-Preise mit, ich will pro Spiel, weiß ich nicht, 22 Euro haben, 18 Euro. Aber gut, ich war wirklich ein bisschen zu müde und habe ein bisschen ausgeharrt. Ja, der kostet auch, wo habt ihr mehr? 5 Euro. Aha. Und der hier? Der ist 5 Euro, ja. Das ist... Der Herr hatte wirklich noch ein paar andere Spiele. Seht ihr dieses Herkules-Spiel? Allerdings fehlte da die Originalhülle, die Anleitung. Das ist ein loses Spiel. Das habe ich dann liegen gelassen. Ihr habt doch eben gesehen, für die PS1 und Tomb Raider hätte ich auch eventuell mitgenommen. Aber da war keine Originalhülle dabei. Und dann habe ich es auch sein gelassen und mich nur um die zwei wirklich in einem prima Zustand da liegenden PS1-Spiele gesehen, für die der Herr danach preisen sah. Nur. Ja. Ja, ja. Ja, die ist nur, wenn sie neu kaufen, kostet die 38 Euro. Das Spiel. Ja, ja, gut, aber da ist ja nichts bei. Ja, ja. Also Sie haben ja gesagt, die den Preis. 10 Euro, ja. Genau, ja. Aber Sie haben ja gesagt, Sie wollen ja nicht das, was Sie da drin nein, finden. Nein. Das heißt, alles gut. Wenn ich Ihnen die beiden abnehme? 8 Euro. Dann haben wir es. So. Ja. Ja, dann nehme ich den mit. Der, das ist der Kleine. Da muss ich schon 15 Euro zahlen. Der ist auch in Ordnung. Ja. So, weiter zum nächsten Stand. Direkt schon gesehen, ihr vielleicht auch, eine Kiste mit Stofftieren. Erstmal ein bisschen dran rumgegriffen, hab aber schon direkt hier dieses Glücksbechi gesehen. Was sollen die Stofftiere kosten? 1 Euro. Und guckte dann. Und sah dann, ob da vielleicht nicht noch was anderes dabei ist. Ne? 80er Jahre. Glücksbärchis auf dem Flohmarkt zu finden, super, super selten mal. Man findet eher die Neuauflagen davon aus den 2000ern. Die sind jetzt nicht so selten, aber die aus den 80ern finde ich, also wenn ich überlege, in den letzten 10 Jahren kaum gefunden. Und hier, die beiden sind doch echt putzig. Ja, bei dem Preis. Ah, da haben wir wieder meinen Klopfer. Ich danke Ihnen. Einen schönen Tag noch. So, das war dann auf diesem Dorfflohmarkt der letzte Stand. Hier eine Stofftierparade.
ich weiß nicht, was das hier für bunte Koalabären sind. Die hatte ich auf jeden Fall als Kind auch. Also den, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es diese Farbe war oder eine andere Farbe, aber auf jeden Fall hatte ich dieses Stofftier. Dann eine Kiste mit allen möglichen Barbie-Sachen. Man kann es anhand der Barbies auch schon sehen, es waren 90er-Barbies. Und in diesen Barbie-Kisten, habe ich ja auch schon häufiger gesagt, ist Potenzial da, ein bisschen Ponykram zwischendrin zu finden. Okay. Deshalb habe ich mir das genau angesehen. Also diese Hula Hair Barbie aus den 90ern, die habe ich dann erstmal direkt mitgenommen. Denn hier so ein Outfit rausgesucht, weil es irgendwie dazu passte, weil ich das Original-Outfit nicht kenne. Also jetzt muss ich ja mal sagen, diese Barbie hatte ja echt schlimm, die Haare. Also ich hoffe, ich kriege das nochmal irgendwie wieder geregelt. So, da habe ich hier noch was entdeckt, das ähnelt ein bisschen den Polly Pocket Döschen, wusste aber nichts damit anzufangen. Habe es mir genauer angesehen. Waren auch solche kleinen Minispielwelten. Allerdings waren in diesen Minispielwelten solche kleinen Babys drin. Wenn einer von euch weiß, was das genau ist oder wie man das nennt, dann schreibt das doch bitte mal in die Kommentare. Die Dame hier am Stand erzählte mir, dass das halt sehr teuer ist und oder teuer gewesen ist und sehr beliebt und total niedlich und super, aber ich kenne es nicht. Wäre ja mal interessiert daran, ob ich es hätte mitnehmen sollen oder nicht. Am Ende ist es bei diesem Stand allerdings nur bei dieser Hula Hair Barbie geblieben. Das ist Kinderspielzeug. Also ich habe gesehen, dass da so Babys drin sind, genau. Aber ich kenne das nicht. Das hat meine Tochter gesammelt. Die waren schweineteuer und die sind wunderschön. Okay. Das gehört dazu. Mhm. Weil sie es sind 2 Euro. Ah, nee, dafür ist mir das Experiment. Nee, ich kenne die nicht. Ich kenne nur diese Polly Pocket. Ich habe die noch nie gesehen. Gibt's ja auch, das ist sowas wie ich sammle sowas ja nicht. Ich sammle ja Pferdchen. Deshalb habe ich ja gefragt. Ja, aber manche Barbies nehme ich auch mit. Ja, das ist so ähnlich wie Polly Pocket. Genau. Ich habe oben noch Polly Pocket, aber die darf ich nicht. Das gehört sogar dazu. Genau. Dann nehme ich das hier. 3 Euro dann. Gut. So, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr kommentiert, abonniert den Kanal vielleicht, wenn euch die Videos zusagen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann!